Ich darf euch wieder herzlich begrüßen, heute mal aus Ajman. Und zwar ist Ajman ein eigenes Emirat, befindet sich genauer gesagt neben Sharjah. Also du musst quasi von Dubai durch Sharjah und dann kommt Ajman. Und ich werde euch heute mal mitnehmen. Hier ist ein Automarkt. Im Hintergrund könnt ihr schon vielleicht sehen, es sind ein paar Unfallfahrzeuge. Ich habe eine interessante Garage hier gefunden, die nennt sich Lima Performance. Und hier basteln die wirklich die Fahrzeuge komplett wieder zusammen. Das ist unfassbar, unglaublich, was die hier für eine Arbeit leisten. Also Fahrzeuge, die komplett hinüber sind, werden komplett wieder hergerichtet. Und ich nehme euch mit, ich zeige euch das Ganze einmal und bleibt dran. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Fahrzeuge. Wir haben hier einen Porsche Cayenne stehen. Der hatte wohl hinten was abbekommen und vorne einen kompletten Frontschaden. Ich gehe mal jetzt rum. So. Ja, sieht man auch hier komplett schon vorne zerlegt. Und hier vorne haben wir noch einen M4. Der gehört auch dem Besitzer. Den hat er so gekauft. Und möchte sich darum kümmern, sobald er Zeit findet. Unfassbar, ne? So ein schönes Auto. Er steht hier auch irgendwie auf einem Stein. Richtig schönes Auto. Und bin ich mal gespannt, wann der den fertig macht. Ein bisschen waren die schon dran. Können ja mal beim Porsche reinschauen, wie er von drin aussieht. Airbag auf jeden Fall überall ausgelöst. Auch aus Japan, ne? Dann haben wir hier vorne noch einen CLS 63 AMG. Der gehört dem Besitzer. Und ja, der hat den quasi so gekauft. Und sobald er Zeit findet, will er ihn auch fertig machen. Ich weiß gar nicht, ist er oben jetzt hier gerostet oder was soll das da sein? Ja. Also die waren auf jeden Fall ein bisschen dran schon. Aber ja, wenn ich das so sehe, ey, wie schade. Einfach draußen hinstellen. Selbst mit so einem Unfall, ne, stellt man die doch nicht draußen hin. Einfach hier in der Wüste. Wir können ja mal reinschauen, wie der von drin aussieht. Boah. Ja, die lassen sogar teilweise die Fenster auf hier, ne? Wie hier. Mal hier. Also wunderschönes Auto. Viel zu schade, dass er hier so rumsteht. Wir laufen jetzt mal rüber hier noch. Hier steht noch ein Range Rover. Noch ein Range Rover. Und ja, da drüben haben wir noch eine S-Klasse, ein S560. Oh, bitte das arme Auto. Formatik. Was hat der denn? Also ich habe jetzt hier keinen Unfall am Fahrzeug erkannt. Steht wohl einfach nur hier. Ich glaube auch vom Besitzer. Dann haben wir hier einen Audi TT. Da sind sie auf jeden Fall noch gerade dran. Den auch schon ein bisschen zusammengeflickt. Ja, bei dem habe ich jetzt nichts gesehen. Schauen wir mal von drin. Spiegel fehlt auf jeden Fall hier, ne? Boah, der riecht auch noch. Typisch Audi, also der riecht. Ich meine, bei Audi, die riechen sogar mit 150.000 riechen die immer noch gleich. So, gehen wir hier rüber. GLC 63S, das gehört ihm selbst. Dann haben wir hier ein X6. Auch für Unfall, denke ich mal, vorne oder so. Schauen wir mal. Ja. Und jetzt kommt der Knüller hier. Ein Aston Martin und eine S-Klasse Coupé 550 4MATIC. Ja, einfach hier auf Backsteinen drauf, ne? Boah, das ist unfassbar. Das ist einfach unfassbar.
so schöne Fahrzeuge. Ich sag ja, Fenster werden aufgelassen. Also das ist jetzt nicht hier einmalig, sondern das ist einfach typisch. Man lässt die Fenster hier einfach auf. So, jetzt hat er hier vorne einen ganz kompletten Frontschaden. Ja, dafür die Ersatzteile zu finden, wird auch nicht einfach wahrscheinlich, ne? Und den SQP, den wunderschönen SQP hier. Unfassbar, Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Wahnsinn, also mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt die Worte. So schöne Fahrzeuge. Hier geht's noch weiter. Ich habe die Tür vorher gesehen, wie die aussah. Unfassbar, dass sie das repariert bekommen haben. Unglaublich, was für Arbeit die hier machen. Gehen wir hier rein. Haben wir den Porsche. Ja. Also egal was ansteht, hier wird alles repariert. Wirklich alles. Hier wird nichts weggeschmissen. Dann haben wir hier einen Ford Mustang GT noch. Guck mal hier. Schaut euch mal das hier an. Und das bekommen die noch gerade gerichtet. Guck mal hier. Wahnsinn. So, von hier aus werden die gezogen. Ne, und wieder ja, hergerichtet. Ja, hier so provisorisch. Und sich so alles. Was man alles so kommt, ne? Wahnsinn. Hier haben wir noch einen Discovery. Der wurde einfach durch die Hälfte getrennt und ja, wieder zusammen gebastelt. Unfassbar. Also, schau mal hier drunter, ob man das sieht. Ja, die hintere Hälfte, man sieht schwarz. Das Silber, das Auto ist ein Grau. Ne, ab dort wurde das Auto wieder komplett zusammengefügt. Und hier sieht man das. Das ist unglaublich, ne? Ja. Das wurde einfach durch zwei zerschnitten und wieder zusammengebaut. Wahnsinn. Also dieser Nissan hier, den ihr hier seht, der hat einen kompletten Frontschaden. Ja, die ganze Front war ja schon, ich würde sagen, ab. Und der wurde wieder komplett hergerichtet. Schaut euch das mal an. Allein die Spaltmasse. Also ich würde sagen, das ist schon top gemacht. Also man sieht es einfach nicht. Auch an den Spaltmassen erkennt man das nicht. Das ist schon perfekt. Also echt. Echt Wahnsinn, also das sieht man überhaupt nicht mehr. Die ganze Front war ab. Beziehungsweise verunfallt. Hier werden die sehr, sehr gerne gefahren, so ein Nissan Patrol. Wahnsinn. Ja, das ist einfach der absolute Wahnsinn, was die hier reparieren und wieder in Stand setzen. Warum sollte man so Fahrzeuge nicht wieder auf die Straße bringen? Ich hoffe, das Video hier aus Ajman hat euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Freunde.